Mut, Mut, noch lebe ich. Eine gekürzte Lesung des gleichnamigen Buches von Johanna Mertins und Winfried R. Garscha. Erschienen 2013 im Mandelbaum Verlag. Sowie Tagebuchauszügen aus Margarete Schütte-Lihotzkys Erinnerungen aus dem Widerstand. Erschienen 2014 im Promedia Verlag. Zwei Frauen, die ein gemeinsames Schicksal verbindet. Elfriede Hartmann, gelesen von Clara Rensing, und Margarete Schütte-Lihotzky, gelesen von Johanna Mertins, kämpften gegen den Nationalsozialismus, wurden in Wien von der Gestapo verhaftet und inhaftiert. Sie sollten sich nie kennenlernen. Doch ihre Tagebuchaufzeichnungen und ihre Briefe aus der Gefangenschaft zeugen von ihrem gemeinsamen Kampf. Margarete Schütte-Lihotzky starb im Alter von 103 Jahren als weltweit anerkannte Architektin in Wien. Elfriede Hartmann wurde von den Nationalsozialisten ermordet. Erster Teil. Aus Tagesbericht Gestapo Wien Nummer 12 vom 27. und 28. Februar 1942. Am 24. Februar 1942 wurden Elfriede Hartmann, Mittelschülerin, geboren am 21. Mai 1921, ledig, und Dr. Gerda Hartmann, Privatbeamtin, geboren am 15. Februar 1911, festgenommen. Die beiden Schwestern Hartmann sind Mischlinge ersten Grades. Elfriede Hartmann übergab im November und Dezember 1941 kommunistische Flugblätter. Ein Flugblatt stellt die Landkarte der UdSSR dar und ist staatsfeindlich beschriftet. Das zweite Flugblatt fordert die Arbeiter zu KP-Zellenbildung auf. Darüber hinaus hat Elfriede Hartmann mehrmals politische Treffs mit kommunistischen Funktionären wahrgenommen. Dr. Gerda Hartmann steht im Verdacht, über die politische Tätigkeit ihrer Schwester unterrichtet gewesen zu sein. Die Ermittlungen in diese Richtung werden fortgesetzt. Oktober, November 1942. Liebe Eltern, bitte gebt beiliegenden Brief an Rudis Eltern. Nächstens wieder mehr an euch. Ich schicke meine Holzschuhe. Bitte lasst sie reparieren und schickt sie gleich wieder. Holz ist warm am Steinboden. Viele, viele Bussi von eurer Friedel. Liebe Schwiegereltern, ich schreibe euch nächstens mehr. Schickt beiliegenden Brief an Rudi. Steckt ihn in Pergament, bindet ihn und backt ihn in das Endzipfel von einem Kuchen ein. Ist ganz sicher, keine Angst. Rudi soll euch ein Zeichen geben, ob er's bekommen hat. Wenn ja, so sollen meine Eltern mir etwas Saccharin schicken. Viele Grüße, eure Friedel. Am Mittwoch, den 22. Januar, einen Tag vor meiner geplanten Abreise und einen Tag vor meinem 44. Geburtstag, ging ich zum letzten Treff. Pünktlich um 11:30 Uhr mittags betrat ich das Café Victoria. Vormittags war das Café leer. Wir sprachen leise miteinander, als plötzlich zwei Männer auf uns losstürzten. In einem kleinen Personenauto brachten sie uns weg. Ich weiß nicht mehr, woran ich in diesem Moment dachte. Das Auto brachte uns zur Gestapo-Zentrale am Morzinplatz. Oktober, November 1942. Müsst ihr was für meine Haft zahlen? Wenn ja, schickt blaues Taschentuch. 1000 Bussi, eure Friedel. Auf dem Morzinplatz in Wien, im ehemaligen Nobelhotel Metropol, befand sich das Hauptquartier der Gestapo, in dem hunderte Widerstandskämpfer zu Tode gequält wurden. Pausenlos verhörte mich die Gestapo, von mittags bis in die Nacht hinein. Gegen Mitternacht brachte man mich ins zentrale Wiener Polizeigefängnis auf der Elisabethpromenade, heute noch Liesel genannt. Ein sehr zärtlicher Ausdruck für diesen Ort des Grauens. November 1942. Liebe Eltern und Gerda, na sowas, habt ihr wirklich schon meine Novemberkarte bekommen? Allerhand.
Eure Oktoberkarte habe ich auch schon, vielen Dank. Bitte, Mama, schick mir meine braunen Halbschuhe, denn im Gericht darf ich spazieren gehen, und wenn's regnet, rinnt mir das Wasser durch die Löcher von meinen Sommerschuhen. Ich freue mich schon sehr, wenn ich zu Gericht komme. Da darf ich arbeiten, spazieren gehen. Ich möchte auch gerne lernen. Bitte hebt mir beilegende Adressen gut auf und den Zettel gebt an Rudis Eltern. Ich bin gesund. Man lernt hier viel vom Leben, lernt sich selbst gut kennen und andere. Ich werde manches besser machen, wenn ich rauskomme. Bleibt mir gesund und habt euch lieb. 1000 Küsse, eure Friedel. Die Martha begann mit dem Schlafengehen. Seit über 12 Stunden war der erste Augenblick zum Nachdenken gekommen. Plötzlich löste sich alle Starrheit. Ein Zittern schüttelte mich an Leib und Seele, das volle 2 Tage bis zum nächsten Verhör dauerte und dem ich trotz größter Anstrengung nicht Einhalt gebieten konnte. Das Abnehmen der Fingerabdrücke am nächsten Tag war schwierig. Ich konnte die Hände nicht ruhig halten. Und der Mann sagte, »Was zieht uns denn so? Es geschieht Ihnen ja nix.« Ich wusste, im Landesgericht wurden 2-mal wöchentlich politische Gefangene hingerichtet. Ohne Datum. Meine Lieben, vor allem Dank für eure Karte vom 30.09. Dass ihr mir warme Sachen schickt, ist sehr fein. Ich brauche sie notwendig. Ich möchte gerne wissen, ob ihr eine Wohnung allein habt. Schickt mir nicht so viel zu essen. Es geht euch bestimmt ab. Behaltet mich lieb. Eure Friedel. In der ersten Zeit meiner Verhaftung dachte ich ausschließlich an den Prozess. Ununterbrochen. Tag und Nacht kreisten meine Gedanken nur darum, wie hatte das geschehen können? Wer war noch verhaftet worden? Wer wusste was? Was hatte ich zu sagen oder nicht zu sagen? Es kamen die Verhöre, die dafür sorgten, dass der Geist Tag und Nacht fieberhaft arbeitete. Ende Dezember 1942. Meine Lieben, ich hoffe sehr, dass hier bald wieder normaler Betrieb ist, dass ich ans Gericht überstellt werde. Da habe ich einige große Bitten an euch. Ich hoffe, dass ich im Gericht etwas lernen kann. Das ist schon sehr notwendig, sonst vertrottle ich noch ganz. Bitte, wenn ihr kommt, schaut, dass ihr so ein kleines weltgeografisches Buch kriegt, wo alle Länder der Erde in Karten gezeichnet sind und außerdem die wichtigsten Zahlen wie Einwohner und so weiter, sowie die wichtigsten landwirtschaftlichen Produkte. Kommt Rudi schon bestimmt vors Militärgericht? Wenn ja, schickt beilegendes blaues Taschentuch. Und nun wünsche ich euch allen ein kräftiges Prosit 1943. Ich wünsche euch, dass das Jahr 1943 glücklicher ist als das Jahr 1942. Eure Friedel. Sie hörten? Mut, Mut, noch lebe ich. Elfriede Hartmann, Clara Rensing, Margarete Schütte-Lihotzky, Johanna Mertins, Gestapo-Berichte, Maximilian Vogel.